Wir könnten die ganzen Bob-Subkomponenten dahin bappen. Achso, und das hier können wir dann abreißen. Wir könnten die Bretter da unten bappen. Also sowohl die Holzbretter als auch die Bretter und die Bretter. Okay. Gib mir einen Glückwunsch. Kann es sein, dass es irgendwie recht ruhig ist in letzter Zeit, was Angriffe angeht? Also du. Da. Blub. Achso, und gleich noch einen. Und man sieht nicht, was die herstellen. Das ist doof. Und du. Da noch einen. Also, Holzbretter, braune Bretter, Linoleumbretter, weiße Bretter? Weiße Bretter, ja. Die vier Stück, jeweils zwei davon. Ich glaube, zwei reichen. Und die können wir entweder hier reintun oder da reintun. Ist ja jeweils Platz für da. Ich denke mal hier unten. 2, 4, 6, 8. Das sind vier Bretterarten, sollte also hinhauen. Du bist Brettbraun. Glaube ich. Du bist Brett Hellbraun. Und von dem anderen haben wir noch gar keinen. Und wir haben nicht so viele von den lila Ärmchen, sehe ich gerade. Ich brauche Titanium Bearings. Da. Na, keine 100 Stück, 50 Stück reichen. Mhm. Da kommen die Bearings. Blub, 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 blub. Auch das müsste ich eigentlich automatisieren. Kommt später zu den Ärmchen, wenn wir die Ärmchen irgendwo haben. So, jetzt aber erstmal abreißen. Du, weg mit denen. Die hier hinten komplett weg. Das weiße Ding da ersetzen durch lila. Weg, weg, weg. Einer davon war leer. Das ist jetzt ein bisschen doof, aber sei es drum. Und das ist jetzt weiß. Oh, warte. Das hier war ein anderer. Den muss ich auch noch probieren. Und damit ich sie auseinanderhalten kann, mache ich immer gelb. Okay. Das heißt, ich muss jetzt unten gucken, ob ich wirklich die Bretter gesetzt habe oder die anderen hellbraunen Bretter. Kann man schwer unterscheiden. Und wir werden doch angegriffen. Das ist okay. 33 Türme schießen. Das ist sehr beruhigend, ja. So, also hier sind stinknormale Holzbretter. Die Holz anfeuern, das wir gar nicht haben. Oh, die brauchen wir gar nicht mehr, ne? Holzbretter synthetisieren wir, ja. Replizieren wir, ja. So. Das heißt, hier bappen wir jetzt mal die dahin. Und da bappen wir mal die dahin. Dann sind wir mit dem Bretter schon fertig, wenn ich sie sehe. Okay. Warten wir kurz. Das ging richtig schnell. 400 Wooden Boards. Du bist das Phenolic Board. Du bist das Fiberglasboard. Dafür bräuchten wir aber noch die Dinge hier. So, so. Beschränkt seid ihr alle. Jo, jo, jo. Also, Bretter haben wir. Dann bräuchten wir... Ja, das sind die Bretter. Dann bräuchten wir die gesamten Elektrodinger hier. In mehrfacher Ausführung. Aber dafür ist der Platz hier unten nicht groß genug. Haben wir die Bälle schon? Nee. Die Bälle wollten wir daneben wappen. Haben wir aber nicht. Das da braucht Lubricant. Das ist unpraktisch. Zahnräder hatten wir alle. Vier Felder.
Ja, zwei für die Bälle einfach irgendwo dazwischen. Machen wir die hier als Abschluss. Das sieht okay aus. Hier bitte, also die wieder weg. Kopier bitte den da. Mach den dahin. Das ist dann Stahlball, Titanball. Und Bearings. Bin mir nicht sicher. Weil ich würde jetzt ungern hier irgendwo wieder so eine Pumpe hinstellen müssen. Nur um Lubricant anzuliefern. Na gut, du machst bitte Stahlball. Du machst bitte Titanball. Welcher ist jetzt welcher? Du brauchst Stahl. Okay. Du Stahl 200. Du Titan auf keinen Fall 200. Aber nur 10 oder so. 3 Sticks sind mehr als genug. Gut. Titanbälle hätten wir auch. Weiter bei den Bob-Sachen. Solder, Electric Components und Basic Electronic Components. Die drei Sachen. Könnten wir jeweils zweimal hier hinstellen? Reicht das? Weiß ich nicht. Könnten es jeweils viermal hier hinstellen. Also viermal Solder in so einem Block hier. Viermal Basic Electronic Components hier. Und viermal andere Components hier. Das wiederum ist Overkill, oder? Ja, wer weiß, was später noch kommt. Weil sowohl die weißen als auch die grünen Sachen brauchen die Dinger. Die grünen brauchen dazu noch die Integrated Electronics. Das wären die da. Die können wir aber hier nicht herstellen, weil sie Schimmelsäure brauchen. Ja. Aber 4 ist zu viel. Probieren wir erstmal jeweils 2. Das heißt, wir machen das da, 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 die drei Sachen. Und das können wir später immer noch erweitern. So, du hättest gerne Solder. Dafür brauchst du Solder Plates und Resin. Du hättest gerne Resin und Solar Plates. Shift rechts, Shift links, Shift rechts, Shift links. Okay. Dann Basic Electronic Components. Braucht Carbon und Tint Copper Wire. Carbon und Tint Copper Wire. Shift rechts, Shift links. Shift rechts, Shift links. Alles fleißig am Arbeiten. Du brauchst Electronic Copper. Sie brauchen Plastik, Tin, Copper Wire und Silicon Wafer. Silicon Wafer, Tin, Copper Wire und Plastik? Ich glaube, es ist Plastik. Plastik? Plastik. Und zwar Plastik. 500 klingt jetzt schon viel, aber die werden ja auch im 20er Pack oder so hergestellt. Ist also okay. Shift rechts, Shift links, Shift rechts, Shift links. Und damit hätten wir die da. Oh oh. Ich hab die falsch gesetzt. Ja, hab ich. Kein Problem, kein Problem. Jetzt wirbel die mal auseinander. Und setz die hier richtig hin. Und zwirbel die da auseinander. Und setz die hier richtig hin. Und reiß die alle wieder ab. Okay. Blub, 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 blub. Und eine Leckkiste bräuchte ich gerade mal kurz. Dahin. Bitte schmeiß nämlich die Ärmchen da rein, damit die auch mal zur Verfügung stehen, falls wir die für irgendwas brauchen. Genauso wie die Laser Defense. Und die Topaz-Stimme sitze ich selber. Okay, das haben wir. Eventuell müssen wir es noch erweitern nach hier. Dafür lassen wir die mal frei.
So. Ich hätte gerne Fließbänder, auch wenn es irgendwie komisch wirkt. Ne, nicht die roten. Gelben. Und hier haben wir noch 3 Fabrikplätze. Tin, Copper Wire und Insulated Wire vielleicht? Es gibt später noch ein drittes Wire-Ding hier bei den Bob-Produkten. Das habe ich irgendwo gesehen. Und das würde sich dann anbieten. Nehmen wir einfach 3 hier. Das sind die falschen, ja. Nein. Habe ich irgendwo noch eine leere Fabrik? Du bist jetzt leer. So. 1, 2, 3. Jetzt mit den weißen Chips eigentlich inzwischen beruhigt? Nö. Also wenn wir gleich in der nächsten Folge wieder regulär anfangen, nicht mit Aufräumen, sondern mit Fehlerbehebung und so weiter, dann sollte ich mich sofort darum kümmern, dass die weißen Chips wieder regelmäßig hergestellt werden, weil irgendwas ist da tierisch faul. So, Roboter, kommt ihr langsamer? So, die sind auch dabei, die Kisten da leer zu machen. War das noch lang? Nö. Okay. So, du machst bitte Tin Copper Wire. Du machst bitte Insulated Wire. Du brauchst Tin und Copper. Copper und Tin. Oh, warte mal, reicht da eine Fabrik? Ich sehe im System kein Tin Copper Wire. Das könnte ein Problem sein. Okay, machen wir es anders. Nehmen wir das hier weg und nehmen einfach hier 3-mal den Copper Wire. Dann sollte das Problem behoben sein. Nehme ich mal an. Oh, und ihr braucht gar keinen Copper, sondern ihr braucht Draht. Ja, das macht sogar noch mehr Sinn. Schon rechts, schon links, schon links, schon links. Das raus, das raus. Oh, 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 oh. Und beschränken auf 2 Stacks. So. Also sollte auch immer genug den Copper Wire da sein. Und dann setzen wir später irgendwo hier oben drauf die Insulated Wire und die dritte Kabelart von Bob. Wenn es denn soweit ist. Schön. Ich denke, sollte fürs Erste auch gereicht haben. So wirklich viel aufräumen war es nicht. Jedenfalls gefühlt für mich. Oh, die noch. Aber wenigstens ist das jetzt einigermaßen ordentlich und wir haben ein paar von den Fabriken hier oben rausgerissen, unten hingebappt. Das sollten wir auch noch konsequent zu Ende machen, und zwar die Dinger hier zerstören. Die wurden hier unten neu aufgebaut. Genauso wie die hier. Das. Das. Ja, den lassen wir erstmal da. Ist okay, solange die weißen Chips nicht auch irgendwo unten aufgeführt werden. Den Komplex kann ich komplett nach unten kopieren demnächst. Mit den Fabriken. Ja. Also, die male ich hier so ein bisschen weg. So ein Weg. Okay. Oh, Brettchen. Brettchen weg. Kisten kann ich auch runterkopieren. Quasi 1 zu 1. Von Stahl bis zu den 4. Wären 6 Felder Platz. Du kannst auch weg. Du musst unbedingt auch nach unten. Du bist eine wichtige Fabrik. Oh, und du bist tierisch langsam und anscheinend die Einzige, die das herstellt. Das könnte die Schwachstelle sein, weswegen das eine jetzt gerade nicht so gut läuft. Ja, also dich noch 2, 3 Mal nach unten setzen. Kannst weg. Du musst dafür jetzt die Zahnräder anfordern. Weil ich das jetzt abreiße. Und grüne Tränke hatten wir irgendwo schon aufgebaut, ne? Ich glaube sogar ganz unten.
Hammer Speed kurz ein bisschen höher, damit ich schnell laufen kann. Ja, Tränke. Also alle Tränke kann ich auch abreißen. Schön. Abreißen. Wo waren die jetzt? Da ist noch ein. Der ganze Komplex kann weg. Ich bin mir nicht sicher bei den Fließbändern. Also Fließbänder und Ärmchen. Nee. Also gut, wir bräuchten dann auch noch einen Unterkomplex für Fließbänder. Also zumindest gelb und rot, würde ich sagen. Und für die Ärmchen. Ärmchen wird ein bisschen aufwendiger, weil da haben wir doch recht viele verschiedene. Also brauchen wir erstmal gelb, blau, grün für diverse andere Fabriken. Also für weiße Chips zum Beispiel oder was auch immer. Oder Forschungstränke brauchen, glaube ich, die grünen Ärmchen. Die hellblau nehme ich nicht. Sondern ich gehe gleich zu den lilanen, denke ich. Ja. Genau, das sind also vier. Vier Ärmchen, zwei Fließbänder. Und dann kann der Rest da oben auch weg. Okay. Und die Blueprints sind immer noch da, sind aber schon bei 30% oder so runter, was die Decay angeht. Schmeiß das mal rein und hoffe mal, dass das reicht, um die hier aufzubauen. 1, 2, 3, 4, 5. Ja, sollte aufgehen. Okidoki. Damit beende ich jetzt offiziell die Aufräumfolge und wir sehen uns gleich wieder. Bis denn.